Es geht weiter mit Let's Play Mario Kart 8. Und wir haben ja im letzten Part den Pilzcup begonnen und habe das Spiel ziemlich gehypt, habe ein paar grundlegende Informationen noch gegeben zum Let's Play, zum Spiel selbst und zu den Turnieren. Und ja, wir haben ja am Ende des letzten Parts noch Rosalina bekommen. Und ich würde sagen, da sie auch ein neuer Charakter ist, also jetzt nicht komplett neu, aber jetzt neu hier in unserer Liste, jetzt werden wir sie auch mal spielen. Und jetzt werden wir auch mal ein bisschen die Teile wechseln. Ich will nämlich gerne mal ein Motorrad benutzen. Standardbike. Ach genau, Quad gibt es ja auch. Naja, aber ich werde erstmal das Bike nutzen. Mit den... Nehmen wir mal die riesigen, die sehen cool aus. Und wir nehmen mal diesen Gleitschirm. Das hat echt Style. Und ja, jetzt werden wir mit dem Panzercup spielen. Hier haben wir mehrere Strecken aus früheren Mario Karts. Hier sieht man die auch schon so unten gespoilert. Und was ihr jetzt hier gleich seht, das ist so mega revolutionär, wenn man jetzt zum Beispiel mal mit MKV vergleicht. Wir fangen jetzt ja zum Beispiel mit der Kumo weiter an und das ist so mega episch. Und ich glaube, ich sollte die Ladezeiten echt mal rausschneiden. Das werde ich wahrscheinlich ab Beginn des nächsten Parts machen. Und ja, erinnert euch noch an die Wii-Version. Und ja, so sieht es in HD aus. Viel detailreicher. Der Boden ist mega episch. Und so fahren wir nun los. Die Motorräder haben aber eine kleine Veränderung durchlebt. Nämlich, früher konnte man das machen, da konnte das Lenkrad so praktisch so hochheben. Und der will was Böses. Nice! Das sind meine Battlefield-Skills, obwohl ich Battlefield nicht zocke. Da kommt auch schon ein Bumerang hinterher. Das sieht schon mega episch aus. Auf jeden Fall würde ich ja sagen, man kann ja das, man konnte ja vorher das Lenkrad oder die Wii-Fernbedienung ja immer so hochheben, um so einen kleinen Boost beim Motorrad auszuüben. Das sorgt dann dafür, man kann dann kaum noch lenken, aber hat dafür dann so einen Boost. Und das kann man jetzt nicht mehr machen. Aber dafür ist das Motorrad an sich sehr schnell, dass das wieder ein bisschen ausgleicht. Das nimmt zwar dem Motorrad so ein bisschen seinen Vorteil weg und die Individualität. Das Driften ist auch ein bisschen ungenauer. Also man kann zwar genauer lenken als beim Auto, aber es wurde auch sehr vereinfacht, weil beim Mario Kart Wii war es, fand ich, ein bisschen schwieriger zu driften mit dem Motorrad. Und ja, jetzt kommt noch die Tür hier, die ich mal so eben weggebasht habe. Auf jeden Fall, das ist noch neu. Man kann auch hier noch so hupen, aber das bringt nicht viel, wenn man jetzt keinen Power-Up gerade hat. Was auch noch neu ist, früher muss man jetzt auch bei, wie bei Wii, ich glaube bei Mario Kart 7 wurde es glaube ich auch schon geändert. Ich habe Mario Kart 7 leider nie gespielt, deswegen kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Ist es so, dass man jetzt auch einfach noch eine Taste drücken muss, damit da so ein Stunt ausgeführt wird bei der Rampe, als ständig so eine, ja, so eine Lenkrad-Fernbedienung, was habe ich da, mit der Fernbedienung so eine Lenkradbewegung zu machen oder wo man so nach, mit der Wii nach oben, ja, so schnell ruckeln muss und sowas. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und da ist schon Luigi, den ich schon fast überrunde. Ist ja noch jemand hinter mir. Sieht nicht so aus. Und oh cool, hier kann ich viele abfangen. Das ist nice. Und Pilz ist noch nicer. Wenn das der Komparativ von nice ist. Und ja, so zum Spiel an sich, zum Display an sich, habe ich jetzt eigentlich so ziemlich alles gesagt, würde ich sagen. Und ja, und wie gesagt, ich kann auch so einen Vergleich zu der Wii-Version ziehen von dieser Strecke. Und sie ist zwar an sich ziemlich gleich gebaut, nur dass jetzt noch ein paar mehr Rampen dazu kamen. Aber es macht schon wirklich, es macht schon irgendwie mehr Spaß einfach. Es läuft ja so ein bisschen fairer ab und so. Es ist gerade ein bisschen sehr einfach, wenn ich schon gerade den letzten schon überrunde. Aber wie gesagt, das wird sich noch sowas von ändern. Und hier haben wir Marios Piste aus dem Game Boy Advance-Teil Mario Kart Circuit. Mario Kart Circuit ist ja das Mario Kart mit den bisher meisten Cups, soweit ich weiß. Da gab es nämlich nicht 8 Cups, sondern 10. Und los. Obwohl es auch ein bisschen Ähnlichkeit hat mit Marios Piste aus dem SNES. Weil da sind ja auch diese ganzen blauen Steine gewesen. Das hat schon echt Ähnlichkeit. Auch hier wie diese Tauben wegfliegen, das ist echt geil. Und jetzt geht's hoch hier. Also hier hat man schon wirklich sehr die Strecke verändert.
und halt mehr auf das neue System auch angepasst. Und ja, was auch mit dem Motorrad ist, genau, mit dem Driften ist das anders. Mit den Karts kann man ja länger driften, sodass wenn man lange genug driftet, dass man dann so einen stärkeren Boost hat. Das hier findet dem Motorrad leider nicht. Man kann nur diesen einfachen Boost machen, wo dann diese blauen Funken kommen. Und nicht wie beim Kart, wo dann noch rote Funken noch mit dazukommen oder so diese gelblichen, die dann einen noch schneller machen. Das gibt es hier leider nicht. Aber wie gesagt, dafür ist das Motorrad an sich ein bisschen schneller. Und auch die diese normalen Boosts kann es dann auch besser ausnutzen. Und cool finde ich auch, dass wenn man driftet, dass sie diese Spuren, dass sie wirklich die ganze Zeit lang angezeigt werden. Dass auch wenn man mit dem Motorrad driftet, dass auch wirklich dann nur eine einzelne Spur angezeigt wird. Und dass wenn man halt mit dem Kart driftet, dass dann mehrere Spuren da, so zwei Spuren eben nebeneinander angezeigt werden. Also sehr epische Details. Wie gesagt, von den ganzen Spiegelungen hier ganz abzusehen, von den Vögeln und alles. Was auch noch ist auf dem Gamepad, das kann ich jetzt leider nicht zeigen. Da ist auch, das ist auch ziemlich übersichtlich gezeigt und ja, jetzt habe ich den roten Panzer mit der Banane abgewehrt. Das ist ja auch noch ziemlich übersichtlich, denn man hatte einmal einen riesigen Button, wo man dann auch hupen kann, beziehungsweise das Item einsetzen kann. Man hat ja auch noch so eine kleine Cam, wo man auch den Verlauf sieht und da kommt auch schon mein Lieblings-Item. Danke. Da haben wir oben rechts dann jetzt noch so eine Anzeige, so eine kleine Livecam praktisch, wo man dann halt das sieht, was hier auf dem großen Bildschirm los ist. Was ziemlich praktisch ist, weil das, das wäre nämlich ziemlich nervig, wenn man kurz was unten gucken will, wie weit man zum Beispiel ist oder ob irgendein Gegner ein Item hält oder was er hält. Dass man dann ja gar nicht auf das Spielgeschehen dann gucken kann. Und das haben die jetzt hier eben damit gefixt. Man kann dann auch noch da draufklicken, dann wird das nochmal in groß angezeigt. Und man kann auch kurz den Streckenverlauf noch sehen, den kann man dann auch vergrößern. Das ist schon geil. Also man hat ja auf dem Gamepad halt eine riesige Übersicht. Und das macht das auf jeden Fall sehr praktisch. Und ich glaube, ich muss das auch nicht rausschneiden, weil so lange sind die Ladezeiten doch nicht. Nur zu Beginn des Cups, da braucht er ein bisschen länger mit dem Laden. Und hier haben wir jetzt den Schieb-Schieb-Strand aus Mario Kart DS. Auch eigentlich eine sehr coole Strecke. Und ich bin ja auch gespannt, was hier nachkommt, denn ich habe ja diesen Cup hier, den habe ich auch noch privat jetzt gezockt, jetzt so kurz vor der Aufnahme. Aber alles, was danach kommt, habe ich mir überhaupt nicht mehr angeguckt. Also da wird es dann auch für mich dann völlig blind sein. Und da freue ich mich natürlich besonders drauf. Und ja. Guckt es euch einfach an. Es ist so nice. Und ja, okay, schieb, schieb, tu mir nichts. Jetzt habe ich den extra davor platziert, weil jetzt wird bestimmt jemand die Rampe nutzen wollen. Und da ist erstmal schon die Banane im Weg. Und jetzt auch, wenn wir zum Beispiel so ein Motorrad fahren. Ich muss ja sagen, ich selbst fahre... Ich selbst habe mich für Motorradfahren nicht so interessiert. Es gibt viele in der Schule, die kommen mit Motorrad aus der Schule und so. Mein Vater ist auch Motorradfahrer. Aber mich selbst hat das nicht so gereizt. Also ich bin... Früher habe ich mich immer mit dem Bus gefahren, überall hin. Doch dann, da ich ziemlich nah an der Schule wohne, wurde es mir nicht mehr genehmigt. Weil es einfach keinen Grund mehr gab, mir ein Schokoticket weiter noch zu geben. Und naja, jetzt bin ich eben zu Fuß noch unterwegs oder halt gegebenenfalls mal mit dem Auto. Auch wenn ich jetzt leider kein eigenes habe, aber halt das von meinem Leihwagen. Weil ich und mein Vater, wir teilen uns nämlich einen Leihwagen und da wechseln wir uns eben mit ab und... Mann! Dann muss ich das lieber... Also ich bin das lieber so der zu Fuß oder Autotyp dann. Selten auch mal mit dem Fahrrad, aber sehr selten. Und ja, immer diese Münzen, die bringen mir nichts. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, so jemand, der mit dem Motorrad fährt, ist schon bestimmt ein geiles Gefühl, vor allem wenn man so auf der Autobahn fährt und so, ne? Das muss schon bestimmt sicherlich richtig geil sein. Und, ach, hallo Stachy! Aber ich muss ja sagen, es ist immer noch harmlos im Gegensatz zu dem, was bei Mario Kart Wii passiert, denn wenn man dort einen Stachy abbekommt, da wird man erstmal 10.000 Meter in die Luft geworfen. Und das dauert dann bestimmt erstmal so 5 Sekunden, bis man wieder normal weiterfahren kann. Und hier dauert es vielleicht 2 Sekunden.
Das haben die also wieder ziemlich fair gemacht. Das haben die auch bei Mario Kart 7 schon ein bisschen besser reguliert. Aber dafür kam ständig ein blauer Panzer. Was natürlich nicht so schön ist. So, mal wieder Speed genommen. Ich habe gerade wieder die Tasten verwechselt. Und so hier stehen geblieben. Ja, genau. Und allgemein ist so viel hier fairer gemacht worden. Denn ich weiß zwar, wie ich an anderen Mario Karts denkt, dass man ist so oft getrollt worden. Zum Beispiel, ich sag mal, man hat schon einen blauen Panzer getroffen. Danach kommt noch ein Blitz direkt. Da kommt noch ein roter Panzer. Dann kriegt man noch eine Bombe ab oder so. Und hier ist wirklich so ein bisschen auch mehr das Skill. Also wenn man gut drauf ist, dann bleibt man auch Erster einfach. Wie gesagt, ich denke, das wird sich im 150cc natürlich nochmal ändern, weil dann jeder sehr geskillt sein wird. Ich wollte auch das jetzt erstmal nur so zum Chillen so ein bisschen benutzen, dass ich auch mir selbst die Umgebung genauer angucken kann, ein bisschen zum Spiel was sagen kann. Damit ich dann auch beim 150cc aber auch ein bisschen konzentrierter fahren kann. Und deshalb wird Toads Autobahn aus Mario Kart 64. Und auch hier wurde eine ziemlich epische Änderung gemacht. Nämlich, wie man gerade schon sehen konnte, kann man jetzt hier die Wände hochfahren. Und auch hier ist der Gleiter ziemlich praktisch. Aber das ist so nice. Also ich muss auch sagen, ich finde, dass die Retro-Strecken, dass sie die diesmal viel mehr ausgebaut haben, als sie es bisher gemacht haben. Also sie haben da jetzt viel mehr Potenzial rausgeholt als bisher eigentlich. Weil oft war ja auch so, dass die Retro-Strecken 1:1 nur so importiert wurden. Und das, ich weiß ja eigentlich kaum noch. Also es wurde überall mindestens eine Sache geändert. Und das finde ich auch sehr gut eigentlich, weil das hat dann wirklich auch so... Boah, man hat dann einfach ein bisschen mehr auch. Und der bewirft mich dann mit dem Panzer. Cool, ach, die sind eh noch alle weit weg. Aber das will ich noch gerne mitnehmen. Sehr schön. Und ich bin wieder haushoch Erster. Ist das nicht schön? Aber wie gesagt, richtig spannend wird es erst, wenn wir online zocken. Das werde ich aber machen, sobald wir die ganzen Cups durch haben. Und ja, ich finde es ja auch interessant, wie hier so viele Spuren frei sind und alle in die gleiche Richtung fahren. Aber naja, schön. Gibt es keinen Gegenverkehr. Und komm, jetzt kann ich hier auf den LKW landen und... Ach, schade. Da hätte man jetzt noch mehr Speed rausholen können. Und ja, oder man kann auch da oben über die Brücke noch fliegen. Ich glaube, da kann man dann auch sehr stark abkürzen. Das will ich auch unbedingt mal ausprobieren. Da werden wir bestimmt nochmal zukommen. Und das ist auch nice mit den Helikoptern. Und ich sollte hier Fernlicht anmachen, wie es scheint. Wie das Licht es da gerade gezeigt hat, weil ja überall Bäume sind. Obwohl die gar keine sind, ne? Ich sehe nur Berge und Fahrzeuge. Aber echt, hier gibt es keine Spur für den Gegenverkehr. Das ist echt interessant. Ja, so eine schöne Einbahnstraße mit drei Spuren. Nicht schlecht. Und ich bin auf die falsche Taste gekommen. Kommt, den nehmen wir noch mit. So. So, und jetzt kommt der Kopf mit euren blauen Panzern. Und wer jetzt schon einen Blitz, ne? Dann, nein, zeig mich hier. Scheiße, warum verwechsel ich mal L und R? Und wow, die machen im Spiel selbst Werbung für das eigene Spiel, das man hier zockt. Werbung wird ja auch gemacht für Donkey Kongs Energy Drink. Würde ich mir ja gerne holen, aber ich bezweifle, dass es den in dem Laden zu kaufen gibt. Das ist jetzt so lame, dass ich jetzt hier einen falschen Knopf gedrückt habe. Und wenn jetzt wirklich ein blauer Panzer kommt, ne, und ich jetzt keine Hupe mehr habe, dann ist das echt, echt traurig. So, aber jetzt hast du mal weiter hier. Und auch der Hintergrund. Ich komme wieder auf die falsche Taste. Es ist einfach so, so ungewohnt. Und yay. Ich bin viermal Erster geworden. Und gucken wir erstmal die Ergebnisse an. Und ja, das sieht mal wieder nach drei Sternen aus. Wenn er mal fertig geladen hat. Aber na gut, da kann ich auch das Laden nachvollziehen, weil... Es ist schon wirklich sehr hochauflösend und da kann man auch mal ein bisschen laden, nicht meckern. Und ja, und hier haben wir nochmal unser Flashback. Echt nice. Haben wir schon sehr gut gemacht und ja, da bist du mit deinem blauen Panzer. Mann! Aber wie gesagt, der blaue Panzer, der wurde wirklich viel fairer jetzt gemacht. Bin ich auch froh darüber.
Und ich sehe gerade, die Charaktere, die sind ja auch richtig, die glänzen ja richtig, sind so richtig nass auch, wenn die da durch Wasser fahren. Das ist auch ein sehr episches Detail. Wir haben den Bananencup bekommen und einen neuen Charakter. Und weil wir 50 Münzen gesammelt haben, ein neues Fahrzeugteil. Und ja, einen neuen Weaver-Stempel. Ich möchte auch gerne mit jedem Charakter mindestens einmal gefahren sein. Einfach so ziemlich auch alle Stempel bekommen. Und ja, ich gucke uns mal kurz an, was wir jetzt noch bekommen haben. Und zwar haben wir Lemmy bekommen. Genau, die 7 Cooperlinge sind jetzt ja auch dabei. Es ist sehr fragwürdig, ob es wirklich nötig war, wirklich alle 7 reinzunehmen. Und vor allem, why the hell ist dann Bowser Jr. nicht dabei? Der hat doch einen viel höheren Stellenwert oder Bum Bum oder so. Obwohl ich Bum Bum nicht leiden kann. Aber warum Bowser Jr. nicht und die 7 Cooperlinge? Das sind 7 Plätze, die sie verbrauchen, wo man für noch irgendwelche anderen epischen Charaktere nehmen könnte. Überhaupt über Charaktere, die man noch nehmen könnte, da habe ich auch in einem letzten Stream sogar drüber geredet. Und dieses Thema möchte ich auch gerne im nächsten Part noch weiter mit euch bereden. Und naja, ich würde sagen, das war's dann für heute. Und im nächsten Part werden wir dann einen ganz neuen Charakter nehmen, nämlich Lemmy. Den werden wir im nächsten Part dann benutzen. Und naja, ich hoffe, ihr seid dann weiterhin dabei. Und dann sage ich mal, bis dann!